Nächste Frage stellt die Frau Abgeordnete Blimlinger, bitte sehr. War noch nicht fertig, glaube ich. Sehr geehrter Herr Innenminister, meine Frage ist noch einmal zu Rechtsextremismus, auch anschließend an die Kollegin Schatz. Welche Maßnahmen, insbesondere Sofortmaßnahmen, werden Sie zur Bekämpfung des Rechtsextremismus treffen, um die besorgniserregenden aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu begegnen, abseits oder neben der Entwicklung eines NAP gegen Rechtsextremismus? Frau Abgeordnete, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich bei der einen oder anderen Satz wiederhole, aber diese Pandemie und die damit verbundenen Kundgebungen sind in der Tat etwas, das uns Anlass gibt, entsprechend wachsam zu sein. Und der Herr Direktor des Staatsschutzes, Omar Chabi-Birchen, hat das auch gesagt, in diesem Bereich von rechtsradikalen Randgruppen bei diesen Kundgebungen bedarf es der besonderen Wachsamkeit. Auch international ist hier eine entsprechende Wachsamkeit, Zusammenarbeit notwendig. Wichtig erachte ich auch das BNet, das ich auch kurz skizziert habe und erklärt habe in der vorangegangenen Frage, dass man diese hier auch entsprechend hier mit einbezieht. Vor Ort ist es notwendig, auch entsprechend einzuschreiten bei den Demonstrationen, wenn hier es zu Auswüchse gegen das Verbotsgesetz oder Ähnlichem kommt, dass die Polizei auch hier entsprechend konsequent auch einschreitet und das auch zur Anzeige bringt und auch, wenn es notwendig ist, Verhaftungen durchführt. Zusatzfrage? Frage. Es liegt ja der Bericht zu Bleiburg-Bliberg vor. Welche Kurzergebnisse liefert die Prüfung betreffend der Unterbindung der faschistischen Gedenkfeier am Leubacher Feld, Bleiburg-Bliberg, und welche konkreten Schritte werden Sie unternehmen, dass das tatsächlich nicht mehr stattfindet? Das ist derzeit in finaler Ausarbeitung und wird bei entsprechender Finalisierung dann entsprechend auch dem Haus und Ihnen auch entsprechend vorgelegt. Das war ja auch schon Teil des Innenausschusses, Frau Abgeordnete, aber bitte darum Verständnis, dass es hier noch die entsprechende Schlussabstimmung gibt und danach wird es auch entsprechend präsentiert und vor allem entscheidend die entsprechenden Konsequenzen auch gezogen, dass so etwas nicht vorkommt. Es ist ja auch hier ein entsprechender Beirat eingerichtet worden, der sich ja intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat und diese Empfehlungen gibt es und die sind zur Umsetzung zu bringen.